Mein Name ist Yannick Antieni. Ich bin in der Ausbildung als Automobilfachmann im ersten Jahr und arbeite bei der Emil Freier GZ St. Gallen. In diesem Lehrberuf macht man alles, was mit Autos zusammenhängt, sei es von Rädchen bis zum Motor und alles, was Technik angeht. Aber man schaut zum Beispiel auch in den Stoff hinein, wo es im Auto drin hat. Also man muss ganz sicher das logische und technische Verständnis haben. Das heisst, man muss sich vorstellen können, wie jetzt etwas im Motor funktioniert, was man jetzt von Augen nicht gerade sieht. Und sicher auch das handwerkliche Geschick ist sehr wichtig. Also das Schwierige ist ganz sicher, dass nicht jedes Auto gleich ist. Das heisst, bei einem ist das erforderliche Teil auf der linken Seite, beim anderen auf der rechten Seite. Und jedes Auto hat verschiedene Flüssigkeiten und einen verschiedenen Aufbau, und das ist sicher schwieriger. Also die Emil Freier Garage ist sicher eine sehr kompetente Garage und für die Größe ist man ganz sicher gut betreut. Das heisst, es werden auf die einzelnen Lehrlinge geachtet. Wir haben viel Unterstützung vom Lehrmeister, wie ich jetzt zum Beispiel, oder auch von den Oberstiften. Und man hat ganz viele verschiedene Leute, die man fragen kann. Ganz viel Wissen, das man sammeln kann.